Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Enderal. Ja, wir haben gerade die Messe gehört, viele Quests in der letzten Folge bekommen und... Was ist das, was hier unten liegt? Der Liedtext. Oh, Malphas, ja, wir preisen dich. Wer will doch ohne den Faden nicht? Wir jubeln, ja, wir zelebrieren. Anstatt nach mehr und mehr zu gieren. Ja, nehmen wir mit, ne? Das ist wahrscheinlich über dasselbe, ne? So, die Reisende hatte doch noch was. Ihr seid doch sicher viel rumgekommen. Habt ihr irgendwas gehört, was für ein Abenteurer nützlich sein könnte? Puh, gute Frage. Punkt net. Lass mich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob euch das groß hilft, aber mir hat kürzlich mal ein Wirt erzählt, dass ich seit diesem roten Wahnsinn kaum noch Schattenstar schürfe. Wenn ihr also gern selbst eure Ausrüstung schmiedet und solches Metall verarbeiten könnt, solltet ihr mal dort schauen. Ja dann, und sonst noch was? Das kommt drauf an, wie wagemutig ihr seid. So ein alter Kauz im Roten Ochsen hat mir mal erzählt, dass es angeblich einen Brunnen im alten Nordwinddorf gibt, der spricht. Wegelose Magie angeblich. Ich habe keine Lust, als Wolfsfutter zu enden und konnte deshalb noch nicht nachsehen, ob was dran ist. Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Möge sein Licht euch leiten. Können wir mit dem Priester reden, mit dem Pater Wildas? Schaltet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Fremdländer. Könnt ihr mir erklären, was es mit diesem Pfad auf sich hat? Was es damit auf sich hat? Das nenne ich mal eine Frage. Aber gut. Der Pfad ist zum einen die Heilige Schrift, die sowohl die Offenbarung der Lichtgeborenen nach dem Fall Asatorons, als auch die Reise der ersten Vasalle nach Enderal dokumentiert. Und natürlich die Tugend des Pfades, nach der wir Endralea alle leben und der den Weg zur Erlösung darstellt. Zum anderen stellt der Pfad auch die heilige Berufung eines Einzelnen dar, den zu folgen Verpflichtung eines jeden gottestreuen Bürgers ist. Verstehe, danke, ne, mehr. Wir machen mehr. Also, die heilige Berufung? Ja. Nur ein im Geist geeintes Volk kann die Zeit überdauern. So steht es im Vers 115 geschrieben. Eigensinn und Gier sind zwei der größten Gifte für den Geist. Und deshalb ist der Lebensweg eines jeden Endraleers zum Tag seiner Geburt festgeschrieben. Es gibt die Schaffenden, deren harte Arbeit das Metall und das Essen für die Gesellschaft bringt. Die Belesenen, die Berufe ergreifen, die höheres Wissen erfordern, wie den eines Alchemisten. Und die Erhabenen, die geboren wurden, um unser Land zu führen. Innerhalb seines Pfades ist ein jeder frei zu wählen, aber die Grenzen zu überschreiten, ist fast immer Blasphemie. Ja, ist quasi wie in Deutschland, ne? Die Arbeiter, die Angestellten und die Oberklasse, also die Gelehrten. Fast immer. Es gibt Ausnahmen, in denen eine Seele erst im Laufe ihres Lebens von unserem Herrn für Größeres erwählt wird. Loram Wasserklinge, ein Schmiedesohn aus ärmlichen Verhältnissen, ist ein Beispiel. Aber sie sind, was sie sind, Ausnahmen. Und die Offenbarung der Lichtgeborenen, was ist das? Ja, ihr kennt sie. Sie wird in der gesamten zivilisierten Welt gleichermaßen erzählt. Sie sind es, die uns vor dem Chaos gerettet haben, in das die Welt nach Asatarons Tod gestürzt ist. Und was ist die Reise der ersten Vasallen? Ja, anders als Länder wie Nerim oder Kyra war Enderal vor der Offenbarung der Lichtgeborenen unbeflecktes Land. Malphas selbst war es, der einem jungen Gefährtenpaar, Selna und Ketaron, und ihren 100 Gefolgsleuten den Weg nach Enderal wies. Aber euch die ganze Geschichte zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr die Erschließung selbst im Pfad nachlesen. Eine inspirierende Geschichte, die uns allen zeigt, wonach wir zu streben haben. Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, zurück. Verstehe, danke für die Erläuterung. Gerne, mein Kind. Schreitet wohl. Hatte der nicht noch mehr Dialoge?
könnte mich heilen. Ist in letzter Zeit etwas Interessantes geschehen? Das kommt darauf an, was ihr für interessant erklärt. Da hat er recht. Von den seltsamen Geschehnissen in Ark habt ihr sicherlich schon gehört. Angeblich kam der Magister, der all die Kinder ermordet hat, sogar aus Flussheim. Es macht mich traurig, derartiges zu hören. Ja, von den Geschichten in Ark habe ich auch gehört. Ein Early-Access-Spiel, weißt du? Hauen aber schon ein kostenpflichtiges DLC, ich glaube für 10 Euro oder so rein. Was? Schreitet wohl, mein Kind. Die negative DLC-Politik perfekt widerspiegelt, weil so ein 10 Euro DLC für eine Karte. Für eine fucking Karte. Weißt du, bei Kings of Amalur wird mit Szene von Naros einen 7 oder 8 Euro DLC für knapp 15 Stunden Spielzeit geboten. Niemand eine Karte. Ja, ist ja fast dasselbe. Also. Nee. Aber das ist ja bei allen so. Das ist auch nicht nur bei EA, was ja viele sagen ja mal, ja, scheiß EA, machen die DLC-Politik, alles kacke. Ja, das macht auch Ubisoft und Activision und quasi jeder Entwickler eigentlich. Es gibt eigentlich mehr Ausnahmen als ja, natürlich gibt es nicht mehr Ausnahmen. Es gibt immer mehr Fälle als Ausnahmen. Aber es ist ja auch normal. Sonst wären es keine Ausnahmen mehr. Wieso kann ich denn nicht springen? So. Wieso habe ich... Ja, richtig. Es gibt ja wirklich nur wenige Ausnahmen wie Witcher oder... Oder hier Kings of Amalur, wo es halt echt ja? Lohnenswert ist. Zeigt mir eure Ware. Natürlich. Natürlich. So, haben die denn Sachen, die ich nicht mehr gebrauchen, also die ich wegwerfen kann? Ich glaube, ich behalte das Schild lieber doch. Aber die hat auch nicht mehr. Suchers scharfer Stahl. Was ist das? G-Set. Nice. Aber hier ist auch nichts. Auch nix. So. Was haben wir hier? Lilias Haus ist auch wieder nur so ein Haus. Nee. Okay. Wir sind bei Minute 8. Bedeutet, wir haben noch viel Zeit. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal auf die Quest machen mit der Schatulle. Nochmal meiner Intention nachgehen, weil ich hatte irgendwie, dass ich da mal was mit einem Schrein oder so gehört hatte. Suchen wir nach einem Schrein. Warst du schon beim Schrein? Schnell, geh nachschauen. Genau. Der hatte was vom Schrein erzählt. Dann liege ich ja da richtig. Ich frage, wo ist dieser Schrein und wie komme ich da hin? Und ja. Und ist das der richtige Weg? Habe ich eine Karte? Mirandenturm. Nein, das ist doch falsch hier. Das ist doch falsch. Und die müssen echt diese mega übertrieben vielen Gräser ausschalten. Das zieht so an der Leistung. Das ist halt echt nicht mehr schön. Ist das ein Schrein?
Das sieht sehr nach einem Schrein aus. Was? Ein 3er Groschen. Ich bin ja nicht gläubig, ich kann das mitnehmen. Am Beginn des Stroms, im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Im Westen ein großer Fels? Warte, im Westen? Das hier? Das ist ein kahler Baum. Was ist das? Verdächtiger Erdhaufen machen wir mal. Also das ist nicht verzögert gewesen gerade. Die Aufnahme ist nicht asynchron, aber ich habe zu spät reagiert. Ein 3er Groschen. Eine Flöte. Ein Lehrlingsbuch fürs Parieren. Oder der Wohltat. Ein Schädel und ein Spitzfingertrank. Eine Flechte haben wir auch noch. Na. Kann ich denn nichts machen? Was passiert, wenn ich... Ja, passiert auch gar nichts. Das ist natürlich geil. Wenn ich den Schädel rausnehme, dann... Ja. Also im Westen der kahle Baum. Ist er tot, ne? Ich versuche noch mal. Ich habe da jetzt irgendwas falsch gelesen oder so. Na. Nochmal bitte. Am Beginn des Stroms. Im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlen Baum. Also, am Beginn des Stroms im Westen. Es könnte sein, dass das dann vielleicht nicht der ist. Da hinten ist auch noch, sind auch noch Felsen. Das ist ja kein großer Fels, auf dem der steht, ne? Vielleicht ist das das Problem. Ich guck mal, ob das da hinten vielleicht die Felsen sind. Die Möglichkeit besteht. Ach ne, da hinten waren wir ja schon mal bei dem Ding. Hier war. War die Frau da schon vorher? Hallo? So. Was zur Heiligen? Wo? Aber das ist Panthers Haus. Groschen. Ein Gemisch. Ich bin mir sicher. Oh mein Gott. Sonst würde ich das doch nicht alles sagen. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Was? Ich sagte, du sollst nichts machen. Was auch immer Mathildas Gründe waren, es geht uns nichts an.
Sie und dieser Meldor sind es, die sich am Ende vor Malphas verantworten müssen. Und nicht wir. Aber... Kein Aber, Panthers. Wenn dieser Mann seinem eigenen Bruder so etwas antut, dann wird er dieses Geheimnis schützen wollen. Ganz egal, was passiert. Interessant. Huch. Jetzt habe ich so eine Scheiße mitgenommen. Interessant. Das Feuer ist auch irgendwie ziemlich schnell. Mit dem Bild kann ich nicht interagieren. Arka-Doppelbock. Na. Weiß, also ein Korb. Also ich dachte, das wäre ein Zettel. Okay, was ist hier passiert? Das ist doch Irrsinn, Joel. Hörst du dir eigentlich zu? Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt. Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal. Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt. Und das weißt du. Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul. Ich zähle bis drei. Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. Ah! Doch. Krank. Oh, edle Schuhe. Die haben einen guten Wert. Huch. Was war da? Eine Schatulle, die leer ist. Zauberbücher. Tisch. Das ist nur dieser Schatten hier gewesen. Ich will jetzt mal eine Stunde in diesem Bett schlafen. Passiert nicht. Okay, da es jetzt schon fast Nacht ist, will ich auch ein bisschen länger in diesem Bett schlafen. Auch nichts. Das ist doch merkwürdig. Na. Es ist komisch. Es ist sehr komisch hier. Ich wollte doch noch auf diesen Felsen. Es fängt aber noch an zu regnen. Auch nö. Ist ja gar nicht so weit weg. Ich hätte gedacht, es dauert länger. Was haben wir denn hier? Eine Drachenfrucht. Oh, ja, jetzt hätte ich das drauf. Ich habe das Gefühl, dass dieser Felsen gar nicht begehbar ist. Kann das sehr sein? Das kann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr sein. So. Jetzt wird der Wasser auch sehr gut hier. So, oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Schlammkrabbe, oder? Jo. So. Haben wir.
Was? Eine Salzwurzel? Und eine verwitterte Truhe. Habe ich ranzige Dinger? Muss ich gerade überlegen. Jo, habe ich. Aber auch das ist es nicht. Hä? Kann ich nicht. Das wollte ich nicht. Kann ich gar nicht schnell reisen? Fällt mir gerade mal so auf. Weltkarte, genau. Man kann nicht schnell reisen. Oder war da noch irgendwas Specialiges, was ich jetzt gerade gar nicht weiß, wie ich schnell reise? Das kann ja nicht sein, was ich mich an irgendwas nicht erinnern kann. Ach ja, Unterwasserwelten. So. Aber das bringt mich alles nicht weiter. Weswegen ich jetzt erstmal sagen würde, dass ich einen Cut mache. Bis zur nächsten Folge und tschüss.